Hoffnung auf eine Verringerung des Verkehrsdrucks in der Trierer Weststadt wächst. Bei einer Versammlung der Verkehrsberuhigungsbürgerinitiative, kurz BI, sagten Vertreter der Stadtratsfraktionen Unterstützung zu und kündigten Anträge an. Der große Zuspruch unterstrich den Handlungsbedarf. Rund 120 Bewohner des Doppelstadtteils Trier-West-Pallien nahmen an der Versammlung im Pallener Pfarrsaal teil. Die BI zog eingangs eine Bilanz ihrer bisherigen Arbeit. Seit der Freigabe der Ortsumgehung Trier-Biwer hat der Schwerlastverkehr in der Weststadt stark zugenommen. So weisen Luxemburger, Aachener, Kölner und Bonner Straße an vielen Stellen bedrohliche Schäden auf. Private Messungen mit einem Seismographen hätten in der Bonner Straße Erschütterungsspitzenwerte von 4,6 auf der Richterskala erbracht. Das liegt knapp unterhalb der Kategorie mittelschweres Erdbeben. Erfreut zeigten sich Mitglieder der BI über das neue Tempolimit in der Bonner Straße. Viele andere Forderungen wie die Anlage von Fußgängerüberwegen oder die Sicherung von Unfallschwerpunkten mit Ampeln hat die Verwaltung nicht erfüllt. Dazu der Sprecher der Bürgerinitiative, der emeritierte Soziologie-Professor Roland Eckert. Wir wollen also einmal die Leute, die aus dem öffentlichen Personennahverkehr hier in der Stadt unterwegs sind, schützen, wenn sie über die Straße müssen. Wir wollen sehen, dass wir die dass auch die Bundesstraße für die Fahrradfahrer benutzbar ist. Und wir wollen natürlich nach wie vor, dass der Schwerlastverkehr herausgeht oder dass es für den Schwerlastverkehr zunehmend unattraktiv wird, hier durchzudonnern. Vertreter der Stadtverwaltung nahmen nicht an der Versammlung teil. Stark vertreten waren hingegen die Ratsfraktionen CDU, SPD, Grüne und UBM mit insgesamt 9 Mandatsträgern. Sie kündigten an, sich für die Umsetzung der Anliegen der BI einzusetzen. So soll unter anderem beantragt werden, auf der Autobahn zwischen Ehrang und der Bitburger Straße auf die Lkw-Maut zu verzichten.